Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Crashland auf der Oculus Quest 2 und das ist ein Action-Shooter, sag ich jetzt mal. Wir stranden auf einem fremden Planeten und müssen so lange gegen die Aliens überleben, bis wir wieder abgeholt werden. Und das sind wirklich fiese Aliens. Das sind teilweise so riesige Spinnen und sowas. Auch ziemlich gruselig eigentlich, muss man sagen. Und wir gucken mal, ob wir das schaffen. Bei mir geht es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodgrass VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Andi de Felser, VR Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Also ich kann euch ja mal eins sagen, das ist nicht ohne. Und ich kann euch auch sagen, dass... Das sieht vielleicht für euch jetzt aus wie der nächste Wave-Shooter, aber das ist schon ziemlich geil. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Also erstmal, wir müssen halt auf einem fremden Planeten überleben und das ist nicht so einfach. Wir haben einmal das Training gehabt, dann musste ich 3 Minuten überleben und jetzt müssen wir 5 Minuten überleben. Und hier können wir noch, wir kriegen Erfahrungspunkte und die können wir hier in alle möglichen Sachen einlösen. Also bessere Waffen, mehr Energie. Wir können irgendwann sogar einen Turm hinstellen. Im Moment habe ich Overkill aktiviert. Und das bedeutet einfach, für Boost-Kills kriegen wir 30% mehr Experience. Ja, wir gucken uns das einfach mal an. Also den Level habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Wir haben jetzt auf Easy, ja. Wir spielen auf Easy. Ich kann euch einmal kurz die Optionen zeigen. Ne? Hier, wir haben Locomotion, Casual Mode und hier kannst du auch noch Hard Mode, aber ich finde den Casual Mode schon bei weitem ausreichend. So, wir gehen auf den Planeten, ich denke mal, das ist der Planet Mars, ja. Knack. So, da sind wir und wir können jetzt hier, wir haben einmal diese normale Waffe, die können wir auch... das ist eine Spinne. Und wir haben dann auch diese Shotgun. Ach du Scheiße. So, und wir können auf dem rechten Stick auch noch rumteleportieren. Und das brauchen wir, um vor diesen Viechern zu entkommen. Und ich zeige euch gleich den Scanner. Hier haben wir einen Scanner. Und dann sehen wir, von wo die kommen. Zum Beispiel, hier kommt jetzt irgendwas. Hier kommt eine fiese Spinne. Hier kommt auch wieder was. Und manche Viecher haben so eine Schwachstelle, da müssen wir dann draufballern. Jetzt kommt von da wieder was. Kleine Spinnen. Super. Habt ihr gesehen? Der kann mich, der kann meine Lebensenergie saugen. Der Drecksack. Na! Fuck, ich bin fest. Ich bin fest. Ihr Schweine. Ich kann mich auch nicht wegteleportieren. Puh. Ah, jetzt habe ich so einen Boost. Irgendwas ist hinter mir. Oh, fuck. Ja, verrückt. Habt ihr gesehen? Also ich habe jetzt, wenn ich auf dem rechten Trigger, rechten Thumbstick drücke, dann kann ich die Waffe aufladen. Und auf dem linken Grip-Button kann ich diesen Scanner auslösen, damit ich das sehe. Ne? Ging auch manchmal so. Also wie gesagt, auf dem rechten Grip-Button da. Oh, Scheiße! Auf dem rechten Grip-Button kann ich dann die Waffe boosten. Das geht aber nur, solange wir diese rote Energie haben. Und diese Gegner verlieren die rote Energie halt manchmal, wenn die sterben. Vielleicht sind wir tot. Also, es ist schon echt schwer, ja? Was ist das für einer? Also habt ihr gesehen, der hat irgendwie so ein...
Ich weiß auch nicht, wofür diese komischen Dinger da gut sein sollen. Scheiße, nein! Komische Explodierkäfer, nein! Bleib hier! So, mittlerweile kriege ich es ein bisschen besser hin. Ich bin bei meinem englischen Gameplay bin ich laufend verreckt. Du musst halt wirklich immer in Bewegung bleiben. Und was ich halt richtig cool finde, sind diese Animationen von diesen Dingern. Sieht richtig geil aus, wie die sich bewegen und so. Guck mal hier! Dieser kleine Dreckskäfer. Weg hier. Ah, wir haben einen Bonus, wir haben ein Power-Up bekommen. Da gehen wir mal hin. Seht ihr das hier? Ich weiß nicht, was das ist. Grenade. So, jetzt haben wir die Waffe hier. Und jetzt, guck mal, habt ihr das gesehen? Die haut sogar ab, diese Spinne. Die hat das gesehen. Hinter mir sind Gegner. Ich muss... Wir müssen noch eine Minute überleben. Könnte machbar sein. Ich weiß nicht, was das hier ist, ehrlich gesagt. Also die merken dann auch, wenn man Gas gibt, wenn man hier irgendwie eine Granate oder irgendwas, und dann hauen die auch ab, ne? Das ist richtig krass. Junge! Weg hier! Ich höre schon wieder was von der Seite. Oh no! Fuck! Nein, 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 nein. Nein! Oh, Kacke! Weg hier! Alter Falter! Nein, 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 nein! Ich habe keine Ahnung warum, aber ausnahmsweise macht mir dieses Spiel tatsächlich Bock. Weil du kannst dich halt frei bewegen, du hast Perks, du hast... Irgendwie die Gegner sind auch halt so richtig geil gemacht, ne? Ich weiß nicht, warum mir das gefällt. Aber probiert's einfach selber mal aus. Vielleicht werdet ihr es auch merken. So, jetzt werde ich abgeholt vom Raumschiff. Kannst noch ein bisschen ballern jetzt. Granate noch runterballern. Bäm! In das Gesicht. Gott. So. Wir sind jetzt auf Level 2, wir haben als Perk den Overkill und je mehr Level wir haben, umso mehr Perks können wir gleichzeitig auswählen. Hier sehen wir, wie viel XP wir haben, hier sehen wir eine Highscore-Liste, Freunde, Welt und all sowas. Cool, oder? Jetzt wird es die nächsten... Ach du Scheiße. Wir müssen immer länger überleben. Jetzt sind das schon 7 Minuten. Kranker Scheiß. Oh, jetzt könnten wir den nächsten. Auf A können wir gucken, was der Perk bewirkt. Boosted Pistol Schutz to 25 Extra Damage. Also wenn wir boosten, die Waffe, mit dem rechten Grip-Button vom Controller, dann haben wir 25% mehr. Power of Boosted Shot. It forms the core of many boost-centric builds and stacks with a second Bully Perk for a 50 Damage Boost. Used with Berserker for maximum pistol damage. Ha! Ja. Achso, wir müssen den anderen erst ausstellen. Wir können ja im Moment nur einen benutzen. So, dann gehen wir mal in die Wurmwelt oder was auch immer das ist. Also ich finde auch geil, die unterschiedlichen Gegner, ne? Also die machen ja alle was anderes. Dieser kleine Käfer, den musst du halt am Bauch treffen, dann sonst saugt er dich. Diese großen Viecher machen das. Die Spinnen können dich halt festhalten. Die kleinen Viecher explodieren. Also gefällt mir wirklich gut, dass die so unterschiedlich sind. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das geht ja hervorragend los hier. Achso, diese Dinger sind einfach nur zum... explodieren dann auch. Was war das? Ah. Plasma Grenades. Immer auf den Scanner gucken, Leute. Hey, das ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches, diese Welt. Oh, shit!
hätte ich nichts gesagt. Was ist das denn für ein fliegender Elefant? Scheiße! Und da kommt auch noch einer. Teleport. Also Teleport auf den rechten Thumbstick reindrücken, hatte ich das schon erwähnt? Oh shit! Elefant! Boah, der hält viel aus. Da müsst ihr am besten den Boost benutzen. Oh! Nein, 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 nein. Cool! Burstfire. Das kann ich jetzt hier mit dem A-Knopf kann ich dann Burstfire machen mit der Waffe. Seht ihr das? Und dann ist die richtige... Oh, was ist das? Hat der was abgelegt? Der hat ein Ei gelegt, der Kollege. Seht ihr, jetzt habe ich Burstfire. Ob das... Oh, Kacke! Was ist das? Nein, nein, nein. Das ist doch verrückt. Gott, ist das krank. Hinter mir? Also ihr könnt jetzt gerne auch auslassen, wenn das nervt, ne? Aber eigentlich muss man den immer anlassen. Sonst weißt du nicht, woher der ganze Shit kommt. Die sind easy, diese Viecher zum Glück. Hier, das ist Precision Fire. Dann gibt es normal und Burst. Oh, Kacke! Hier darfst du auch nicht mal eine Sekunde reden. Was war das? Da hinten ist ein Bonus. Das weiß ich jetzt nicht, was das ehrlich gesagt heißt. Junge, was ist denn mit dem? Ach, jetzt habe ich schon wieder... Ich dachte, die Dinger sehen so aus wie diese Teile, die man einsammeln kann. Oh, oh. Den kann man einsammeln. Also Teleport kann man nicht einfach immer benutzen übrigens, ne? Habe ich das schon erwähnt? Das geht nicht. Oh, scheiße. Also mir gefällt, ich weiß nicht warum, aber mir gefällt das, weil die Variation von den Gegnern halt einfach toll ist. Weil man hier frei vor allem rumlaufen kann, weil man diese Perks, die bringen dann auch wirklich was. Man muss halt auch wirklich jeden Gegner anders besiegen. Weil bei dem musst du zum Beispiel diesen Burst-Shit benutzen, sonst bist du halt, sonst hält er zu viel aus. Und bei manchen macht es halt mehr Sinn, Granaten zu benutzen und. Und die Animationen gefallen mir gut. Ich sehe eigentlich kein Problem bei diesem Spiel. Außer ja doch, vielleicht die Umgebung könnte noch ein bisschen abwechslungsreicher sein. Aber ich meine, der Mars ist halt nun mal so und das muss man halt auch sehen. Für alle, die sich für die Mars-Mission interessieren, bei dem Perseverance Rover von der NASA, da könnt ihr auch mal die Bilder gucken, die das Ding schickt. Die sehen auch alle gleich aus. Es ist halt einfach ein Wüstenplanet. Ne? Also, oder was heißt Wüstenplanet? Ein Steinplanet. Wie lange haben wir noch? 2 Minuten. Schaffen wir das? Ach, geil! Habt ihr gesehen? Das war so ein krasses... Was ist das für einer? Das ist einer... Ein großer von diesen Käfern, von diesen Saugkäfern. Das wird ja immer besser. Den müsst ihr auch mit Burst bekämpfen. Sonst könnt ihr das knicken. Elefant! Geil. Oh, shit. Ich lasse den mal liegen. Vielleicht können wir den noch gebrauchen. Scheiße. Ich glaube, wenn diese Leuchtkäfer an uns rankommen, dann gibt das richtig Damage. Deswegen lassen wir das lieber. Und immer schön wegteleportieren. Und wir zocken auf easy, ja. Das müssen wir noch beachten.
Das geht auch noch. Oh, scheiße. Out! Schieß! Nein, ist nicht wahr. Nee, komm, komm! Boah. Oh nein, nein, das hat noch gefehlt. Glück gehabt. Scheiße, Mann! Noch 60 Sekunden müssen wir überleben. Ich mach die mal kaputt. Nicht, dass wir jetzt noch am Schluss auf dieses Ding da treten. Irgendwas kommt von der Seite. Holy shit! Ach, das Vieh legt diese Minen dahin. Scheiße. Ja, ja, danke. Danke. Das Einzige, was der kann, ist diese Dinger spucken, ne? Wir werden jetzt gleich abgeholt. Da, seht ihr? Ja. So, jetzt nehmt diesen ganzen Shit hier, ihr Mistviecher. Geil. Also mir gefällt das. Fragt mich jetzt bloß nicht, warum das so ist, aber mir gefällt das. Als nächstes kämen dann solche Viecher hier. Und wir haben jetzt, gucken wir mal, ob wir einen neuen Perk haben. Ja, wir haben einen neuen Perk. Und das bedeutet, every Boomstick Kill charges the pistol for 15 of its max boost. Also wenn wir dann mit der Shotgun schießen, dann können wir ja den Boost von der Pistole chargen. Ja. Das ist cool. Also, pff. Guck mal, und hier gibt es so einige Missionen, ne? Seht ihr da unten? Ja, bei weitem kann ich da eigentlich nichts Schlechtes erkennen. Außer, dass man vielleicht langsam geht, naja. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Crashland, Leute. Ich weiß es, ich kann es euch nicht sagen, aber aus irgendeinem Grund finde ich das geil. Ja, also da haut es mich ja oben. Normalerweise zocke ich ja sowas nicht. Ja, also ich sage ja immer so Shooter und so, das ist nichts für mich. Aber das funktioniert so gut, dass ich wirklich sagen muss, ja, gefällt mir. Ich habe wirklich nichts zum Beschweren. Also man kann ja frei rumlaufen, man kann teleportieren, wenn man das braucht. Man muss gegen Gegner verschieden kämpfen. Also manchmal hat man ja diese Käfer, da muss man auf den Bauch schießen. Dann bei den Sandwürmern musst du den Boost benutzen. Bei den anderen musst du da oben diese Antennen abschießen. Und dann musst du halt auch immer gucken, dass du dich bewegst, dass du guckst, von wo die Gegner kommen mit dem Scanner. Das finde ich auch ganz cool. Und also, mir macht es Spaß. Frag mich nicht, warum. Und wenn mir ein Shooter Spaß macht, dann muss der schon wirklich gut sein. Ja. Sieht billig aus, ne, wenn man das jetzt hier so guckt. Aber spielt's mal. Es hat was. Wirklich. Es hat was. Ich weiß leider nicht, was es kostet. Ich kann euch auch die Shop-Seite nicht zeigen, weil die gibt es halt einfach noch nicht, seit ich das jetzt hier zocke, seit ich das aufgenommen habe. Aber, keine Ahnung, ich würde da ein Zwanni für bezahlen. Wirklich. Naja. Sei es drum, ihr habt es gesehen und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Gude.de